Ist die Diätlimonade gut oder schlecht für Menschen mit Diabetes? Mein Name ist Dr. Franziska Soheider, ich bin Apothekerin. An manchen Tagen gibt es einfach nichts Erfrischenderes als eine kalte Diätlimonade, um den Durst zu stillen. Aber ist die Diätlimonade eigentlich gut oder schlecht für Menschen mit Diabetes? Die Diätlimonaden sind sehr beliebt und das aus gutem Grund. Sie enthalten nämlich weder Zucker noch Kalorien wie herkömmliche Limonaden und der Geschmack ist fast derselbe. Studien haben jedoch gezeigt, dass ein übermäßiger Konsum von Diätlimonade zu Insulinresistenz, Prädiabetes, Typ-2-Diabetes und zu einer Gewichtszunahme führen kann. Warum ist das so? Viele Diätlimonaden enthalten künstliche Aromen und Süßstoffe, wie zum Beispiel Aspartam oder Saccharin, die oftmals ein Vielfaches der Süße von Zucker aufweisen. Diese Süßstoffe lösen die gleichen Signale wie Zucker im Gehirn aus und können den Blutzuckerspiegel und den Insulinspiegel erhöhen. Übermäßiger Konsum kann zu einer Insulinresistenz und zu einem erhöhten Risiko für Prädiabetes und Typ-2-Diabetes führen. Außerdem kann das Trinken von Diätlimonade den Appetit und das Verlangen nach süßen und kohlenhydratreichen Lebensmitteln erhöhen, was zu übermäßigem Essen und letztlich zu einer Gewichtszunahme führen kann. Es ist wichtig, sich dieser Risiken bewusst zu sein. Genieße Diätlimonade nur in Maßen, zusammen mit einer gesunden Ernährung mit viel Wasser, ungesüßtem Kaffee und Tee, frischem Obst und Gemüse. So kann die Diätlimonade ein gelegentlicher und erfrischender Genuss sein.